Die Katze ist aus dem Sack, also wir rufen jetzt den Martin Heyer an. Hallo Martin. Hallo. Hallo, servus, grüß dich. Hey, du, danke, dass du dir Zeit nimmst. Es ist mir ein Fest, dir unseren brillanten Nachwuchs vorzustellen, hier in Österreich. Siehst du uns? Ja, ja. Also, liebe Schülerinnen, es ist der Martin Heyer, den ich euch vorstellen darf. Er ist in London und hat sich einfach kurzerhand Zeit genommen, ein bisschen mit uns zu plaudern. Martin, wie geht's dir denn? Hallo, sehr gut, ja. Ja. Wie geht's euch? Ja, also, we are struggling along. Das ist nichts. Das kennst du gut. Du, Martin, wir haben total viele Fragen an dich. Aber zuerst, hast du irgendwelche Fragen für uns? Oder vielleicht einen kleinen Gruß? Etwas, das du mit uns teilst? Wir freuen uns. Ja, es freut mich wirklich sehr, den Nachwuchs zu treffen. Also wie gesagt, ich bin jetzt irgendwie ein falscher Österreicher. Also ich bin zwar Österreicher, aber eigentlich nie wirklich in Österreich gewohnt. Also ich habe immer in der Schweiz oder jetzt schon seit langer Zeit in England gewohnt. Bin aber als Kind sehr, sehr oft nach Österreich gekommen. Also meine Großeltern, meine Cousins und so weiter, die ganze breite Familie ist in Österreich. Also es freut mich sehr, den österreichischen Nachwuchs sozusagen zu treffen. Also, wenn ich das richtig verstehe, seid ihr jetzt 2 Wochen lang in Wien für Training? Ja. Vier Tage haben wir zunächst, Martin, zu trainieren. Dann haben wir einen Tag Pause am Sonntag, du weißt, wo man ruht. Und am Montag und Dienstag findet dann für 6 unserer SchülerInnen die internationale Mathematik-Olympiade als Distanzwettbewerb statt. Und wahrscheinlich auch von diesem Raum aus, der Skylounge. Wow. Genau. Super. Und das ist, also heute war der 2. Tag, oder? Ganz genau, ja. Okay, und wie ist es gegangen? Also hat es euch gefallen? Was hat euch am besten gefallen? Ja. Also es lachen besonders die BetreuerInnen, weil die haben jetzt nicht ausgeschieden. es ist jetzt kein Casting, aber die waren alle top, oder? Sonst das Fernsehen nicht hier. Woher kommt ihr denn? Also kommt ihr aus allen Ecken von Österreich? Ja. Wer kommt denn, hebt ihr mal kurz die Hand, wer aus Westösterreich kommt, damit meine ich, ich sage jetzt einmal Salzburg, Osttirol, Innsbruck oder Vorarlberg, Hand hoch. Also der Jakob haben wir vom Akademischen Gymnasium Innsbruck. Okay. Der Jakob Capellari. Ja. Den haben wir aus Steiermark Klagenfurt, Hand hoch. Ja. Haben wir den Manuel Trimmel, die Anna, Nachname ist Lenz, genau. Und dann haben wir noch den Lennart. Lennart, du kommst auch aus Villach, genau. Also wirklich aus Südösterreich. Und Handhof, der kommt aus Oberösterreich. Genau, also das ist mein, genau. da komme auch ich her. Also gleich 4 SchülerInnen, alle vom, kommt ja alle vom 7. Kurs in Linz. Ja, herzliche Grüße an eure KursleiterInnen. Die machen das offenbar auch ganz hervorragend. Und dann haben wir unsere SchülerInnen aus Wien, Niederösterreich, Burgenland. Ich glaube aber, dass tatsächlich alle aus Wien sind, oder? Was? Von diesem Punkt, wenn dann Hand hoch, kurz, ja, genau. Haben wir die Doris Obermeier, den Joel Lager ebenfalls aus unserem Kurs. Dann haben wir den David, Nachname Ettel, genau. Und dann haben wir noch den Lorenz Hübel, genau. Ja, genau, das ist er. Und dann haben wir, ja, genau, also dann haben wir noch der Lukas Domner, der das organisiert, ist auch ein Grazer. Dann haben wir einen, den Georg Böginger, der eigentlich in Deutschland Professor ist. Georg, wo bist du Professor? Oder wie ist er? Genau, aus Aachen. Also ich glaube, du hast da guten Kontakt, gell, nach Holland. Und ich glaube, du warst auch mit dem niederländischen Nationalteam schon unterwegs. Stimmt das? Ja, genau, also haben wir auch einen guten Draht. Und dann haben wir noch den Moritz aus Klagenfurt, weil der studiert Mathematik im Masterstudium, macht das ganz besonders und macht das auch, arbeitet das auch ganz besonders. Und dann habe ich noch mein Mathematik-Motorrad-Freunde-Team bei einer Kamera, der Martin Meierhofer, das siehst du jetzt nicht, weil der Markus Lavecik daneben. Du, Martin, wir haben auch ein paar Fragen an dich.
Ja, klar. Also eine hat mir schon Boris. Was wolltest du nochmal wissen? Ja. Also ich wollte fragen, ob als Sie studiert haben, also bevor Sie studiert haben, Sie sich den Job so vorgestellt haben, wie er jetzt letztlich für Sie ist. Und ob Sie sich was anderes vorgestellt haben. Das ist Einen Vorteil hatte ich. Das ist dann, mein Vater ist auch Mathematiker. Also habe ich natürlich den Job irgendwie schon als Kind gesehen, aber von der Seite, von der Seite als Sohn. Aber jetzt andere, also irgendwie so eine genaue Vorstellung hatte ich eigentlich nicht. Ja, also als ich studiert habe, sogar als ich da unten war, war es mir irgendwie, also es war mir irgendwie nicht so klar, ob ich wirklich weiter in der Akademie bleiben will oder ob ich irgendwas anderes machen will. Also ich habe ziemlich viel programmiert auch, also hätte ich sehr gut einfach in der Softwareindustrie bleiben können. Also der Manuel Martin hier vorne hat mir beim Mittagessen anvertraut, weil dass er auch noch andere Interessen hat neben Mathematik. Da gehört zum Beispiel Software Engineering dazu. Wie siehst du das? Also da gibt es ja ein Detail, weil ich weiß nicht, ob das weiß, ich habe dich ja anhand deines Lebenslaufes zuerst vorgestellt, Martin, weil ich weiß nicht, ob du das weißt, aber das ist 11 Seiten lang. Also genau, wir haben es jetzt nicht im Detail behandelt, aber du hast ja eigentlich Physik studiert. Stimmt ja, das? Genau, eigentlich habe ich eher Physik studiert, aber okay. Der Hauptgrund, warum ich Physik studiert habe, ist eigentlich, um nicht Mathe zu studieren, weil mein Vater ein Mathe-Professor war. Ja. Hast du dann Vorlesungen? Ich habe gedacht, wenn ich Physik studiere, das war aber Mathematik. Und Physik hat mich auch sehr interessiert. Und ich dachte, also Physik war für mich immer schwieriger als Mathematik. Also dachte ich mir, okay, vielleicht sollte ich ein härtere Fach studieren. Und dann war mir Physik aber irgendwie ein bisschen zu hart. Also bin ich so weit durchgekommen. Ja. Und also das meinem Vater aus dem Weg zu gehen, hat irgendwie auch nicht so gut funktioniert, weil er die Analysis 1 unterrichtet hat und die haben Physikstudenten auch. Das hat die Physikstudenten auch zuhören müssen. Also bist du zumindest mit einer Sache einmal gescheitert. Also das ist dir nicht aufgegangen. Hast du, wie ist das heute, also war für dich klar, dass dein Herz dann trotzdem in der Mathematik liegt? Also kann man das so sagen, dass dein Herz in der Mathematik liegt? Würdest du dich so, ja? Ja, das würde ich schon sagen. Ja, und wann wusstest du das? Wann hast du das so richtig gespürt? Also eigentlich wirklich während dem Studium, also nämlich davor, also war mir irgendwie wirklich nicht klar, ob ich lieber Mathematik oder Physik oder Informatik studieren würde. Aber während dem Studium ist es mir dann wirklich, also die Mathematik hat mir viel besser gefallen als die anderen Fächer. Und ja, also ich fand, irgendwie fand ich die Mathematik immer interessanter und was mir so gefällt an der Mathematik. Also in der Mathematik ist es mir immer, also ich verpasse mich einfacher, entscheidende Probleme wirklich. Ja, weil in der Mathematik sind die Argumente einfach absolut knallhart. Wenn Satz mal bewiesen ist, dann gilt der Beweis für immer. Und also in der Physik, das fand ich dann immer so ein bisschen weniger zu befriedigend, dass die Argumente halt, also die Argumente waren zwar sehr schön, aber irgendwie, naja, man hat immer den Eindruck, dass man da vielleicht noch ein bisschen daran rütteln könnte, dass das vielleicht auch irgendwann mal schön gehen könnte. Also die Mathematik hat etwas Endgültiges. Ihr Lieben, was habt ihr denn noch für Fragen an den Martin? Haben wir sicher noch? Ja? Was haben Sie außerhalb so als Ausgleichs- und Mathematik?
als Ausgleich Mathematik oder Ausgleich zu Mathematik? Ausgleich zu Mathematik, dann habe ich das nicht sonst. Genau, was machst du, Martin, was machst du, wenn du nicht Mathematik machst? Wenn du hast du. Mathematik machen. Ja, also einerseits habe ich immer Software an der Grundmassel. Aber sonst, also wir gehen sehr gerne wandern, wir gehen oft wandern. Ja. So am Wochenende machen wir öfters lange Ausflüge. Und sonst halt auch schwimmen und laufen. Also Martin, das klingt jetzt schon ein bisschen nach einer, nach einer Verlegenheitsantwort. Also es klingt so, als würdest du vor allem Mathematik machen. Vor allem Mathematik, ich koche sehr gern. Also beide, also meine Frau und ich, wir kochen beide sehr gern. Und spricht ihr dann auch über Mathematik beim Kochen? Oder ist es dann vom Tisch? Nee, ganz liebe Grüße übrigens. Ja, also Martin Frau ist auch Partnerin, ist auch Mathematiker. Genau. Also Software Engineering, ich habe noch gehört, was machst du da so genau? Wenn du programmierst oder wenn du implementierst? Das ist ein Sound Editor. Also ich habe einen Sound Editor entwickelt und der wird immer noch benutzt. Den entwickle ich immer noch weiter, also ich habe halt auch ein neuesten System noch gezündet. Wie heißt der nochmal? Der hat einen sehr österreichischen Namen, glaube ich. Oder? Ja, Andreas. Ah. Ihr Lieben, eine Frage geht sich noch aus, oder Martin? Dürfen wir? Ja. Kommen wir noch eine Frage, ihr Lieben? Scholl? Ja. Wenn du jetzt anfangen würdest, irgendwo zu studieren oder zu unterrichten, in welchem Land würdest du Examen suchen? In welchem Land? Wo kann man besonders gut Mathematik studieren heutzutage? Ist es aber keine Anfrage. Also ich würde sagen, in Europa, also in den meisten Ländern, gibt es sehr gute Universitäten. Also ob das jetzt in Österreich ist oder also im Großteil von Westeuropa oder auch Osteuropa, also in Bulgarien und in der Slowakei oder so auch Deutschland, Frankreich, England, Schweiz natürlich. Ich glaube nicht, dass es so wichtig ist, irgendwie in die beste Uni der Welt. Also es gibt sehr viele sehr gute Unis, in denen man sehr gut Mathematik studieren kann. Und dann schlussendlich für das Doktorat ist es irgendwie wichtiger, auch einen Doktorvater richtig zu wählen, also den Fach entsprechend und auch die Stadt, in der man wohnen würde. Ich meine, schlussendlich muss man da immerhin ein paar Jahre lang wohnen. Also sollte das auch nett sein. Ich glaube, in Europa und Nordamerika gibt es praktisch in jedem Land sehr gute Unis. Ich glaube nicht, dass er jetzt ein Land wirklich so hoch ist. Martin, ich habe noch eine Frage. Ich habe noch ein bisschen was recherchiert im Hintergrund. Und habe auch gelesen, da schreibt der FAZ Tuni im Quantas Magazin über dich, that you pretty much defy any stereotype woman ever have heard about mathematicians. Da gibt es ja eine Menge Klischees, wo man sich so vorstellt, Mathematiker, die kommen sozusagen aus der Fabrik wie Cookie Cutters, und die werden alle gefiltert und die müssen alle Schach spielen und lauter solche Sachen machen. Wie siehst du das mit den Stereotypes und den Klischees? Und was wäre da dein Rat an junge Mathematiker? Also an junge Menschen, die sich zur Mathematik hingezogen haben? Also es sollte auf keinen Fall, also wenn ihr natürlich gern Schach spielst, dann solltet ihr auf meinen Film sehr gern Schach spielen, aber wenn ihr jetzt nicht gern Schach spielt, ist es auch okay. Also ich glaube nicht, dass man da
versuchen soll, sich ein Urkundenklischee oder sowas zu rechten. Er sollte das machen, was er gern wollte, was auch gefällt. Und es ist einfach egal, was die anderen Leute denken. Hört, hört. Hey du, Martin, ich bedanke dir ganz herzlich.